Köln am Roten Fass. Wir haben heute einen ganz besonderen Besuch bei uns bei Report K, Kölns Internetzeitung. Und zwar wollen wir mal im Rahmen unserer wirklich auch großen Interviewreihe, wo wir, ich glaube, den Messechef haben wir noch vor uns, wir haben mit Peter Brings gesprochen, wir haben mit dem Köln-Kongress-Chef gesprochen, mit ganz vielen Menschen. Wie fühlt sich das eigentlich an in der Corona-Zeit in Köln? Und heute ist bei uns, und da freue ich mich ganz besonders, Brunke Barelmann, und zwar von der Rheinischen Akademie Köln, der RAK. Vielleicht verkürzen wir das auch gleich dann immer mit der RAK sozusagen ab. Sie sind dort Geschäftsführer und Schulleiter. Corona-Zeit, Schule, viele, viele Diskussionen. Das ist ein Berufskolleg und, glaube ich, auch ein technisches Gymnasium. Das werden wir gleich noch alles irgendwie auseinanderfummeln. Was findet sich alles unter dem Dach der RAK und wie viele Menschen sind da, wie viele Lehrkräfte und wie ist das? Und vielleicht, dass wir danach dann gleich auf die Corona-Zeit mal eingehen. Ja, gerne. Also wir sind Ehrenfelder, schon seit über 60 Jahren in Ehrenfeld unterwegs oder beheimatet. Technik ist unser Metier, Biologie, IT und Technik. Das sind so die Beritte, in denen wir unterwegs sind. Und wir haben einen ganz großen Part in Biologie und unsere Ausrichtung ist auch MINT. Das sind ja die Schlagworte, die heute ganz wichtig sind. Mathematik, IT, Technik und Naturwissenschaften. Da sind wir unterwegs. Wir haben etwa 550 Schüler und Schülerinnen und Studierende und wir haben zwei große Abteilungen. Eine Abteilung ist die Höhere Berufsfachschule für Technik und die andere Abteilung ist eine Weiterbildung. Insgesamt haben wir 60 Lehrerinnen und Lehrer, die sich um diese 600 Schülerinnen und Schüler und Studierende kümmern. So, Corona-Zeit, Biologie und Technik. Corona war Frankreich hat heute die Stop-Covid-App hochgeschaltet, also mitten im Thema. Also ja. Eigentlich braucht man ihre Schülerinnen und Schüler mehr denn je, glaube ich auch. Corona-Zeit heißt aber auch, hatten sie auch Shutdown, weil die, hier sehen wir jetzt noch analoges Lernen sozusagen. Ja. Wie fing das bei Ihnen im März an und wie ging das dann weiter? Und mitten im Schuljahr haben Sie dann alles umgestellt oder wie war, also erzählen Sie einfach mal, wie es war. Ja, es begann am 13. März, Freitag der 13. war der Tag, an dem wir alles umorganisiert haben. Wir sind angehalten und wir müssen alle Vorschriften aus Bezirksregierung und Ministerium etc. umsetzen und am 13. März ging alles hoppla hopp. Da ging es darum, wie organisieren wir den 15. oder 16. März. Also wir hangeln uns von Anfang an, von Woche zu Woche und da haben wir sofort alles umgestellt. Wie Sie eben gesehen haben, wir haben auch Tafeln und wir haben auch Kreide und diese Tafel- und Kreidezeit ist seit dem 13. März vorbei. Also wir sind jetzt auch online und wir sind jetzt auch in Zoom und in Microsoft Teams und so weiter unterwegs. Das ging von einem Tag auf den anderen, wo wir dann alles umstellen mussten und für einige auch hier noch so alte Bilder, die Nähe und Distanz ist für uns mittlerweile schon komplett neu. Jetzt, wenn wir die jungen Leute sehen, das sind ja Digital Natives. Die können wischen nach links, nach rechts, von oben nach unten. Also normalerweise sind die ja wahrscheinlich relativ schnell und fit und versiert im Umgang mit Video-Zooming und kennen das von WhatsApp. Ich glaube, da kann man sich auch Video-Messages schicken und so weiter und so fort. Ja. Auf Facebook und allen sozialen Medien hat man das schon gelernt. 55 Lehrkräfte, war das schwierig? Musste man die gleich schulen oder haben die alle gesagt, juhu, jetzt sitze ich zu Hause in meinem Wohnzimmer, muss nicht mehr mit der KVB nach Ehrenfeld fahren, sondern kann zu Hause lernen? Ja. Oder war das auch ein schwieriger Prozess auch für die Lehrkräfte? Wahrscheinlich für die Lehrkräfte schwieriger als für die Schülerinnen und Schüler. Tatsächlich gab es auch das Wort von digitaler Sturzgeburt. Wir mussten also wirklich vom einen Tag auf den anderen loslegen und keiner von uns kannte Zoom. Keiner von uns hat wirklich die Möglichkeiten von Microsoft Teams und so weiter genutzt. Jetzt nutzen wir das. Ja, also wir haben einige Kosten für Zoom-Lizenzen und so weiter. Und mittlerweile sind wir ja auch wieder so, dass wir viel Präsenzunterricht auch wieder haben.
Wir haben einige Lehrerinnen und Lehrer, die zu Risikogruppen gehören und einige Schülerinnen und Schüler. Und mittlerweile müssen ja auch kleinere Gruppen gebildet werden. Also eine Kollegin macht das so, die unterrichtet in drei Räumen parallel, jeweils 5 bis 6 Leute, damit die schön weit auseinandersitzen. Das sind die IT-Leute, die dann auch solche Apps programmieren. Und die Schülerinnen und Schüler, die nicht da sein dürfen, nämlich die Risikoschüler, die sitzen zu Hause in Zoom-Umgebungen oder in Microsoft Teams-Umgebungen und die werden parallel noch unterrichtet. Also im Grunde sind da einige Kollegen und Kolleginnen so unterwegs, dass sie dreimal präsent parallel machen plus die virtuelle Welt auch noch bedienen. Also es ist schon ein ganz schöner Spagat für einige. Jetzt habe ich diese private Schule, ja, glaube ich, auch. Jetzt meine Frage geht auch immer in die Richtung, wir haben das auch bei der Stadt Köln angefangen, die konnten das auch gar nicht beantworten. Mhm. Jetzt gibt es ja auch Schülerinnen, die sind sozial nicht so stark aufgestellt. Ich weiß, da gibt es immer Ärger mit den ganzen Sozialpolitikern, wenn man so eine Formulierung wählt. Und die haben einfach nicht so viel Geld, die Eltern, ja, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Vielleicht kein Tablet, kein Internetanschluss. Ja. Wie fängt man sowas auf? Ja, das ist schwierig. Also sicherlich gibt es da auch einige Schülerinnen und Schüler, die keine Möglichkeit haben, in Kontakt zu sein. Da haben wir versucht, über ja, so mittelalte Wege noch zu gehen, nämlich E-Mails zu schreiben. Also wo wir keinen Kontakt hatten, haben wir tatsächlich dann massiv aufgefordert, meldet euch mal, was gibt es für Probleme, wie können wir mit ihnen in Kontakt kommen. Ich will auch nicht behaupten, dass wir jeden Einzelnen erreicht haben. Es sind sicherlich auch einige, die da durchs Raster fallen. Und es gibt ja mittlerweile so eine Ankündigung vom Land NRW, dass digitale Endgeräte vom Land für solche Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden sollen. Und da hoffen wir drauf, dass wir da einiges für diejenigen zur Verfügung stellen können. Ich könnte mir auch vorstellen, Unternehmen anzusprechen und zu sagen, gibt es gebrauchte Geräte, die man solchen Schülerinnen und Schülern mal zur Verfügung stellen könnte, damit die einfach in Kontakt sind. Mhm. Und das ist eigentlich schon eine Forderung, ne? Also haben wir so ein bisschen, jetzt sind Sie ja Schulleiter, Geschäftsführer, nicht den ersten Tag sozusagen, sondern ja, haben wir das ein bisschen verschlafen, die Politik, also nicht Sie unbedingt, sondern die Politik das ein bisschen verschlafen an der Stelle, mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Also in der Vergangenheit, Sie haben ja, Sie sehen ja, ja, da sind wir ganz was Modernes, wo wir unterwegs sind. Ja, ja. Und wir sind halt ganz gut ausgestattet und hatten auch bisher den Bedarf nicht unbedingt, dass wir jedem Schüler was zur Verfügung stellen. Bring Your Own Device ist bei den Schülerinnen und Schülern ganz klar oben und wir sind auch relativ gut ausgestattet, aber sicherlich für die Homeschooling Welt ist es für den einen oder für die andere sicherlich wichtig, da Geräte zu haben, mit denen sie wirklich arbeiten können. Also Appell an alle, die vielleicht jetzt mal zuschauen, alte Geräte haben, vielleicht mal einfach einen Kontakt aufnehmen, machen wir gleich nochmal, wo der Kontakt am Ende sozusagen des Videos ist und vielleicht mal ein paar Geräte einfach mal vorbeibringen und denen helfen, die einfach ein Gerät brauchen, bevor es irgendwo verstaubt. Gerne. Und ein Weberknecht darüber langsam oder IT-Gerät ganz analog irgendwie drüber läuft. Also das ist sozusagen so der Punkt. Jetzt sind Sie schon wieder zurück im Klassenraum auch, wie Sie es gerade geschildert haben, ja, schon. Also das wäre auch nochmal so eine Frage gewesen. Jetzt sind Sie ja Technik, da pipettieren oder solche Geschichten kann man schwieriger irgendwie am Rechner üben. Also da braucht man auch noch den analogen Kontakt. Ja, den braucht man ganz, ganz nötig. Und für uns war es jetzt in der Zeit ganz wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler und Studierenden auf die praktische Prüfung vorzubereiten. Es ging ja eine Weile hin und her, finden die überhaupt statt, wird was abgesagt, wird die Prüfung vom Niveau her abgemildert. Das ist alles nicht der Fall. Wir machen Programm wie immer, nur jetzt mit Abstand. Das heißt aber, wir brauchen viel mehr Räume, wir brauchen viel mehr Kollegen und Kolleginnen, die das ganze Prüfungsgeschehen und so weiter abwickeln. Und da organisieren wir quasi täglich, naja, vielleicht wöchentlich, einen 9-Stunden-Plan. Die ganzen Zeiten sind so auseinandergezogen, dass die Schülerinnen und Schüler sich möglichst wenig begegnen. Wir haben im Grunde das Stundenkorsett komplett aufgelöst. Wir haben die Anfangs- und Endzeiten aufgelöst und sehen zu, dass möglichst viel Abstand ist. Viel mehr Personaleinsatz jetzt und wir haben auch viel weniger, wie alle anderen Schulen auch, weniger Kollegen zur Verfügung, weil viele einfach nicht dürfen.
Die dürfen nicht kommen, weil sie zu irgendeiner Risikogruppe gehören. Gott sei Dank ist das jetzt beendet und es sind auch einige Kollegen, die gesagt haben, ich möchte gerne jetzt meine Schülerinnen und Schüler durch die Prüfung bringen und ich möchte wieder in Präsenz. Denen musste ich leider sagen, sie dürfen leider nicht. Das ist jetzt Gott sei Dank vorbei, die dürfen jetzt wieder. So dass wir da einigermaßen ausgestattet sind. Jetzt, Sie hatten schon mit der Ausbildung biologisch-technische Assistentin, informationstechnische Assistentin, sind die Ausbildungsrichtungen. Da komme ich gleich nochmal zur Ausbildung zurück. Aber es gab auch Ausbildung und Abitur, also von der Fachoberschulreife 3 Jahre, glaube ich. Zum Abitur führen Sie dann entsprechend junge Leute auch. Wie lief das Abitur? Das läuft ja, oder läuft, ich glaube, jetzt geht es in die mündlichen Prüfungen. Wie war das auch schwierig, das zu organisieren? Da sind wir Gott sei Dank noch ein bisschen mit Abstand dabei, weil wir haben diese Schulform gerade im September 2019 begonnen, sodass unser erster Jahrgang oder unser erster Durchlauf jetzt im ersten Jahr ist. Wir haben schon sehr viele Anmeldungen fürs nächste Jahr und in 2022 werden wir dann den ersten Abiturjahrgang haben. So haben wir noch ein bisschen Stoff und alles gut. Also von daher, vielleicht mit jemand, der bei Ihnen das Pipettieren gelernt hat, möglich, wer weiß. Also wir werden sehen. Also da haben Sie noch ein bisschen Zeit, da sind Sie sozusagen noch nicht davon betroffen gewesen. Aber es ist eine Möglichkeit sozusagen, das Abitur nachzuholen. Und da auch was Vernünftiges in den MINT-Fächern mit großer Zukunft sozusagen auch zu lernen. Also das ist nicht nur so, dass Sie das Abitur dann nachholen können, sondern man macht das Vollabitur und eine volle WTA-Ausbildung, also biologisch-technische Assistenten. Man geht also mit 2 hochkarätigen Abschlüssen aus diesem Bildungsgang heraus. Das interessiert viele Schülerinnen und Schüler, die so schon wissen, ich will so in die Technik, in die Biologie und so weiter. Und die gucken schon ganz, ganz genau. Und das sind junge Menschen, die Ziele haben und die wir auf diesem Weg gut begleiten können. Also 2 tolle Ausbildungen gleichzeitig. Super. Dann gibt es Weiterbildung. Das ist, ist auch so ein Standbein von Ihnen. Ich muss das jetzt, damit ich das richtig mache, das ist die Fachschule für Technik und da wird man ein staatlich geprüfter Techniker in Vollzeit. Korrekt. Was sind da die Zugangsvoraussetzungen? Muss ich da eine Lehre schon gemacht haben oder wie ist so die Voraussetzung? Ja, Sie müssen nur so einen mittleren Schulabschluss haben und mindestens 1 Jahr Berufserfahrung. Und dann haben Sie die Eintrittskarte in die Fachschule für Technik einzutreten. Der Abschluss ist ziemlich hoch, den Sie machen können, nämlich man beendet diese Weiterbildung auf Bachelor-Niveau. Wir dürfen keinen Bachelor in dem Sinne verteilen, aber das Niveau ist gleich. Da gibt es einige, die, eigentlich die meisten, wenn sie bei uns anfangen, haben sie hinterher einen guten Job, einen sehr guten Job. Und von daher, gerade auch in Medizintechnik, Elektrotechnik und so weiter, da gibt es unglaublich viel Bedarf. Und die Studierenden, nennen wir die dort, sind so, dass sie sagen, okay, ich mache dieses Investment 2 Jahre Vollzeit. Das muss man sich leisten können. Da gibt es BAföG und so weiter, Unterstützung vom Staat. Aber diese 2 Jahre Investment, das ist schon einiges und von daher ist es im Moment so, weil die Konjunktur in der Vergangenheit sehr, sehr gut gelaufen ist, hat jedes Unternehmen gesagt, bleiben Sie bei uns, laufen Sie nicht weg, machen Sie nicht eine Fortbildung in 2 Jahren Vollzeit. Da müssen wir gucken, ob wir uns ein bisschen anders aufstellen werden in der Zukunft. Wie grenzen Sie das zum Beispiel zu einem Elektriker ab? Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Mit der Elektrotechnik, wie grenzt sich das dann der staatlich geprüfte Techniker sozusagen von der handwerklichen Ausbildung ab oder ist das ähnlich oder gehen die eher in die Industrie oder in den Mittelstand? Ja, man könnte das landläufig sagen, der Techniker oder der staatlich geprüfte Techniker ist der kleine Ingenieur. So hieß das wohl früher auch mal. Oh, kleiner Ingenieur ist auch nett. Ist nett, ne? Also dem kleinen Ingenieur ist nichts zu spüren. Genau. Ich muss aber so ein bisschen. Das ist so die Idee, die wohl mal dahinter steckte, hat auch mal so als Ingenieursschule begonnen. Und im Grunde machen diese Studierenden später so einen planerischen Job, einen vorgesetzten Job, Projektmanagement, Projektleiterjobs, die sie ohne diese Ausbildung nicht hätten machen können. Ah,
okay. Man kann, ich wollte es nochmal sagen, Bautechnik, Elektrotechnik, Lüftung und Klimatechnik, Fahrzeugtechnik, Maschinenbautechnik und Medizintechnik bei Ihnen machen. Korrekt, diese 6 Bildungsgänge. Dieses Jahr Ausbildung oder dieses Jahr Berufserfahrung, das nachweisen muss, könnte das auch ein freiwilliges soziales Jahr sein? Oder ist das dann nicht genug? Oder Irgendwo in dieser Welt, in der Technikwelt beheimatet sein. Wir versuchen da möglichst die Türen so zu öffnen, dass die Studierenden bei uns einen guten Pack anfinden. Weil es setzt wirklich auf diesen Fertigkeiten und Kenntnissen auf. Und wenn man dann eine Weile in einer anderen Richtung unterwegs war, dann ist die Basis vielleicht nicht so vorhanden. Aber persönliche Gespräche helfen immer, wir haben eine gute Beratung und wenn es da jemanden gibt, der sagt, ich weiß nicht so richtig, ob es passt, die dürfen sich gerne bei uns melden und wir nehmen uns viel Zeit, um zu schauen, welcher auch von diesen Ausbildungsgängen oder Weiterbildungsgängen am besten für Sie passt. Jetzt sehen wir hier schon Weiterbildung zum Techniker, Live-Video-Infoveranstaltungen. Ich möchte ein Thema aufmachen, das so gerade so ein bisschen auch aufploppt, ja. Auch durch die IHKs. Jetzt haben wir das Problem, also zumindest die Prognosen, wir haben eine wirtschaftliche Rezession womöglich. Betriebe sagen, naja, in der schwierigen Lage, ob ich jetzt einen Auszubildenden für 3 Jahre nehme, ob ich das überhaupt durchhalte womöglich. Mhm. Womöglich kommt eine zweite Welle im Herbst, es kommt nochmal ein Shutdown, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber es könnte sein. Also manche Unternehmenslenker sind häufig ja auch ein bisschen vorsichtiger. Oder es gibt so Prognosen oder so Befürchtungen, nenne ich das mal ganz vorsichtig, dass der Ausbildungsmarkt so ein bisschen einbrechen wird, mhm. zumindest was die betriebliche Ausbildung sozusagen betrifft. Ist das da eine gute Alternative, zu Ihnen zu kommen, wenn ich natürlich technisch affin bin? Ist das dann zum Beispiel eine Alternative, wenn ich jetzt keine Ausbildungsstelle finde und es sehr schwierig wird, gerade wegen der aktuellen Lage einfach? Ja, wir machen vollschulische Ausbildung, das heißt, wir sind da nicht so in engem Kontakt mit Unternehmen. Natürlich machen unsere Schülerinnen und Schüler auch Praktika und so weiter, aber im Grunde sind die 5 Tage die Woche bei uns und machen Theorie und Praxis bei uns im Haus, in unseren voll ausgestatteten Labors etc. Von daher mag das eine Alternative sein. Man muss sich natürlich überlegen, kann ich mir das leisten, weil als Auszubildender in einem normalen Berufsausbildungsverhältnis bekomme ich Ausbildungsvergütung. Das ist bei uns nicht der Fall. Es gibt Kosten, die auf die Schülerinnen und Schüler zukommen in Höhe von 95 Euro im Monat und eben keine Ausbildungsvergütung obendrauf. Also das muss man schauen, ob das passt. Aber unsere Abteilungsleitungen sagen immer, ab dem ersten Tag, wo jemand bei uns aufgenommen ist, diese Schülerinnen und Schüler haben alle eine Jobgarantie. Zumindest am 1. September 2019 haben wir das noch gesagt. Und das werden wir vermutlich am 1. September 2020 auch wieder sagen, weil gerade diese Berufe so unglaublich gefragt sind. Brunke Barlmann, Geschäftsführer, Schulleiter der Rheinischen Akademie Köln, RAK, hier in Ehrenfeld in der Vogelsanger Straße. Genau. Ganz herzlichen Dank für die wirklich interessanten Ausführungen auch. Und es geht um einen Berufskolleg, wo ich Technik und Biologie, also vor allem technische Berufe, erlernen kann, vielleicht als Alternative auch sozusagen zu einer klassischen Ausbildung, wenn es schwierig wird auf dem Ausbildungsmarkt. Ich kann mich weiterbilden lassen zum staatlich geprüften Techniker. Ich kann mit einer Fachoberschulreife mein Abitur nachholen und gleichzeitig noch einen Beruf lernen. Unfassbare Dinge kann man bei Ihnen lernen. Über die Zeit, in der Corona-Zeit sozusagen, über Zoom, wie man es umsetzt, leere Klassenräume und sich langsam füllende Klassenräume. Wieder ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen und ich habe noch trotzdem noch mal einmal den Appell, wenn Sie ein Altgerät haben, rufen Sie bitte bei der RAK an, wo mich anrufen, wenn ich was spenden will. Also jetzt bitte kein Windows 95 Rechner, sondern sollte vielleicht schon Windows 10 haben oder so, wäre schon günstig, aber... Am einfachsten ist es, unsere Webseite anzugucken oder wir haben eine ganz einfache E-Mail-Adresse rak@rak.de. Da kommt immer die Information zur richtigen Stelle. Und das kommt vor allen Dingen denen zugute, die es wirklich brauchen, nämlich Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, bald geprüft staatliche Techniker sozusagen, die dann auch am Unterricht ganz normal teilhaben können. Da können wir ein bisschen was Gutes tun. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke.
Danke. Danke.